So, mein Lieber, nach einer kurzen Unterbrechung machen wir einfach noch ein bisschen weiter. Du hattest jetzt über die Symbolik im Eid gesprochen. Man muss vielleicht für die Zuschauer auch dazu sagen, wir wollen das jetzt auch nicht weiter vertiefend in die Sache reingehen, weil dann würde man ja wieder der eigenen Eide in Frage stellen. Man sagt, müsste man jetzt gucken, wo kommt diese Symbolik her, und die hat natürlich was auch mit weiterführenden Graden zu tun, wo dann die Hiram-Legende zum Beispiel eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Aber das machen wir hier an der Stelle nicht. Das machen wir an der Stelle nicht. Ich glaube, die Botschaft ist gut rausgekommen, dass die Symbolik in diesem Eid, die auf den ersten Blick sehr martialisch wirkt, aus deiner Sicht eher in einem übertragenen Sinne verstehen werden muss. Ja, also eher so tiefenpsychologisch, sage ich mal. Und halt viel umfassender auch als jetzt nur auf die Freimaurerei und vor allem auf irgendwelche Zeichen und sowas bezogen, sondern eben auf wirklich das Erleben des Mysteriums. Und vielleicht auch dazu gesagt, ich verstehe es dann so, dass auch vieles, was ich zum Beispiel auf meinem eigenen YouTube-Kanal gemacht habe, eigentlich auch schon diesen ersten Grad quasi bricht, diesen Eid bricht und dich entsprechend auf viele Menschen, die sich das anhören, wie jemand mit der rausgerissenen Zunge wirken dürfte. Aber das Opfer gehe ich halt ein, weil ich das für sinnvoll erachte. Ich würde aber trotzdem mal an der Stelle nochmal versuchen, die Biege zu kriegen zu einer anderen Interpretation, was das Geheimnis betrifft. Und jetzt kommen wir mal in die etwas härteren Gefilde, nämlich in die antifreimaurische Literatur. Man könnte auch sagen, in die Verschwörerszene. Also es gibt ja nun Unmengen an Verschwörungstheorien, die immer davon ausgehen, die Freimaurer haben da noch was anderes zu verbergen. Das mit den Ritualen, okay, aber die sind ja auch politisch aktiv und die wollen ja sozusagen aus dem Geheimen heraus die Welt lenken, und die jüdische Weltverschwörung und die jüdisch-freimaurische Weltverschwörung oder wie auch immer, jesuitisch-kommunistische Weltverschwörung mit Bill Gates und Steve Jobs und Attila Hildmann an der Spitze. Kleiner Spaß. Nee, also auf jeden Fall, da gibt es doch noch was anderes, was verborgen werden muss. So, Tja. auf das Thema möchte ich auch mal zu sprechen kommen. Nicht, dass es nachher heißt, wir sind hier einseitig. Und willst du jetzt schon was dazu sagen oder soll ich ein bisschen? Nee, erzähl erst mal ein Ja. bisschen so deine Sicht Okay, zu. also, da sage ich jetzt mal dazu, ja, da ist was dran. Da ist was dran. Historisch gesehen ist da was dran. Warum? Weil es gibt ja nicht die Freimaurerei, es gibt auch nicht, also über die Zeiten hinweg sowieso nicht die Freimaurerei, es gibt aber auch regional nicht die Freimaurerei. Englische Freimaurerei ist was anderes, hat eine andere Entwicklung genommen als französische und wieder eine andere als amerikanische und so weiter und so fort. Ich muss das hier nicht ausführen, ihr weißt, was ich meine, oder ihr wisst, was ich meine an die Zuschauer. Aber partiell, wenn man in die Geschichte reinguckt, gibt es natürlich durchaus die Versuche, aus der Freimaurerei heraus ins politische, gesellschaftliche einzugreifen. Da möchte ich mal ein Buch, oder ich habe zwei Bücher rausgesucht, mal aus dem Buchschrank. Also möchte ich mal ein sehr empfehlenswertes Buch hier reinhalten. Das heißt, Hinter dem großen Orient, Freimaurerei und Revolutionsbewegungen von Lorenz Jäger. Das Buch ist um 2010 herum erschienen. Ich erinnere mich auch noch damals mit Lorenz Jäger sogar mal kommuniziert zu haben. Wir haben auch mal telefoniert und so. Und lese mal ein bisschen vor aus dem Inhaltsverzeichnis. Er geht natürlich geschichtlich ran und es geht um den Grand Orient in Frankreich vor allen Dingen, ja, mit Exkursen zum Martinismus sowie zum alten und angenommenen schottischen Ritus. Dann geht es um Aufklärer, Freimaurer, Jakobiner. Es geht um Frühkommunismus als Freimaurer, als Maurerei in der Maurerei. Filippo Buonarroti mit einem Exkurs zum Misraim-Ritus, Entschuldigung. Es geht um die Pariser Zeitschrift Vorwärts. Bernstein, Bernay Heine, Moses Hess. Es geht um Bakunin, den Anarchisten Bakunin in Italien.
und einen Exkurs zum Grat des Ritters Kadosch und so weiter. Also ich lese jetzt mal nicht alles vor, Pariser Kommune kommt noch vor und so weiter. Bis hin zu Tucholsky, Ossietzky und so weiter. Gut, was man hier erstmal schon sieht im Inhaltsverzeichnis, es geht vor allen Dingen um die französische Freimaurerei oder auch italienische natürlich. Und diese beiden Strömungen waren durchaus lange politisch, muss man einfach sagen. Und zwar linkspolitisch eigentlich sogar, anarchisch. Anarchisch, anarchistisch, kommunistisch geprägt. Und aus diesen Fakten, und das sind Fakten, hat natürlich die antifreimaurerische Bewegung auch ganz viel Stoff gezogen. Denn wir wissen ja alle, eine der bekanntesten antifreimaurischen Theorien, wie sie auch in der NS-Zeit nachher propagiert worden ist, war, ja, da gibt es diese normalen Freimaurer in den blauen Graden, in den ersten drei Graden, aber dann gibt es die Hochgradsysteme, vor allem den schottischen Ritus und so, und dann gibt es die Franzosen, die da sowieso schon vorgeprägt sind von ihrer französischen Revolution her, und die wollen immer so irgendwie eingreifen ins Politische. Und da es diese Fakten tatsächlich gibt, allerdings nicht als einheitliche Agenda, sondern immer auch sehr stark an einzelne Personen gebunden, die dann versucht haben, ihr politisches Agieren über die Freimaurerei in die Gesellschaft breit zu transportieren, wie zum Beispiel Bakunin und so weiter, das sind dann, in der Quintessenz ist das dann eigentlich die Schlussfolgerung, die falsche Schlussfolgerung daraus ist, die Freimaurerei sei politisch aktiv und deswegen wirke sie im Geheimen. Das war jetzt schon ein halber Vortrag, was ich hier gemacht habe. Ja, und da sagst du einfach ja dazu, danke, auf Wiedersehen, tschüss. Ja, Ja, was soll ich also dazu willst du sagen? dazu was sagen? Da frage ich mal andersrum, um dich mit ins Gespräch wieder reinzuholen. Sollte Freimaurerei politisch wirken? Aus Deiner meiner Meinung nach. Sicht nicht, aber natürlich ist es einfach nicht zu umgehen, dass Menschen, die in irgendeiner Weise in die Gesellschaft eingebunden sind und auch Freimaurer sind, natürlich das maurerische Arbeiten in ihre Arbeit einfließen lassen. Also insofern, das sehe ich jetzt nicht negativ, aber wenn man wirklich anfängt, die Loge quasi als so eine Art nebenpolitischen Arm oder sowas zu sehen und dadurch halt gezielt Beeinflussung in der Gesellschaft herbeiführen zu wollen. Also nicht im Sinne von einfach nur was besser machen, selber was besser machen innerhalb der Gesellschaft, Wohltätigkeit oder so, dagegen habe ich jetzt nichts einzuwenden. Aber wenn wirklich versucht wird, sagen wir mal, das Schlagwort Social Engineering zu betreiben, also Ideologien zu fördern, sich zu sehr mit der Politik einzulassen in so Fragen wie, was jetzt gerade für eine Agenda gepusht wird in irgendwelchen Klima- oder Öko-Umweltschutzfragen und sowas. Da sollte sich die Organisation Freimaurerei auf jeden Fall zurückhalten, aus meiner Sicht. Aber natürlich, das Spannendere ist so die vergangene Geschichte der letzten 3 Jahrhunderte so ungefähr. Ich bin da kein Experte für, ich bin kein Historiker. Aber da würde ich sagen, dass in der Freimaurerei schon vom Mythos, also von der eigenen Legende her eigentlich eingebaut ist, dass auch im Gesellschaftlichen gewirkt werden soll. Und zwar eben ganz konkret, natürlich der Urfeind ist die Kirche eigentlich in gewissem Sinne, ohne jetzt da auch zu sehr in die rituelle Erklärung jeweils dafür gehen zu wollen, aber das hat sowohl was mit der Meistergrad-Legende zu tun oder kann zumindest daraus auch schon gedeutet werden, aber sehr deutlich wird es dann eher in den Templer-Legenden, die auch relativ bekannt sind, also das ist auch außerhalb der Freimaurerei so zu lesen, dass eben dieser letzte Großmeister Jacques de Molay auf dem Scheiterhaufen den Fluch über drei, ja, im weitesten Sinne Institutionen gesprochen hat, über die Kirche, über den König oder halt über die Krone und über den Pöbel, der mitgemacht hat, der dann die Scheiterhaufen errichtet hat und so weiter. Und das wird dann natürlich gern so gedeutet, dass also auch die französische Revolution schon so eine Art freimaurerische Racheaktion gewesen ist, weil die eben gerade die Kirche und den damaligen Staat im Sinne von, also des Adels, die Adelsherrschaft beendet hat im Endeffekt, zumindest so auf der oberflächlichen, äußerlichen Ebene. Und insofern ist es natürlich schon interessant zu schauen, wie viel da. Entschuldigung. Nö, sag. Du Das wolltest bestimmt genau darauf ein, was ich auch gerade sagen wollte, wie viel halt bei der Französischen Revolution nachweislich auch Freimaurer mitgewirkt haben. Also, wie gesagt, ich bin kein Historiker, aber das eine oder andere habe ich schon mal dazu gelesen. Und soweit ich weiß, kann man es sogar bei Wikipedia nachlesen, dass irgendwie, ich nehme an, unter den Jakobiten oder Jakobinern oder wie sie genannt wurden, durchaus bestimmte Freimaurerlogen
ganz offen, also mit denen gearbeitet haben. Ich weiß nicht genau, wie offiziell jetzt gesagt wird, die wurden quasi von denen gesteuert oder erschaffen, also diese Jakobiner. Aber dass da ein gewisser Einfluss ist, da habe ich keinen Zweifel dran. Wie du schon sagtest, gerade in Frankreich hat auch die politische Einflussnahme noch ein bisschen mehr Tradition in der Freimaurerei. Dann kommt noch die ganze Illuminaten-Thematik dazu, also Adam Weishaupt, diese Illuminaten-Idee ist ja auch sehr kompatibel mit der Französischen Revolution, also mit dem Aufklärungsgedanken, Abschaffung der alten verkrusteten Strukturen, Kirche und Feudalherrschaft und sowas. Ich würde an der Ja. Stelle mal was einwerfen wollen. Man muss natürlich auch, der Fairness halber jetzt dazu sagen, für alle Zuschauer, das ist ein extrem komplexes Thema. Extrem komplexes Thema. Also das kann man in dem Video überhaupt gar nicht wirklich tiefgründig abarbeiten. Denn es sind so viele Persönlichkeiten involviert in diese ganze Thematik, die in auch noch verschiedensten freimaurerischen Strömungen irgendwo drin waren und so weiter und so fort. So. Aber ich will mal eine These aufstellen. Und da wäre ich mal wirklich gespannt, ob Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt dabei sind, die vielleicht sogar vom Beruf Historiker sind und sich da gut auskennen, was die dazu sagen. Ich werfe mal das große Stichwort Aufklärung rein. Du hast das jetzt auch in gewisser Weise schon angesprochen mit Adam Weishaupt und so weiter und so fort. So. Die Freimaurerei definiert sich bis heute als Kind der Aufklärung. Und da sind wir ja wirklich mal nicht mehr im magisch-mystischen, spirituellen Bereich, sondern da sind wir im ethisch-gesellschaftlich-politischen Bereich. Wenn man sich als Kind der Aufklärung definiert, was die Freimaurerei unstrittigerweise macht, kann man diese Frage des politisch-gesellschaftlichen gar nicht ausklammern. Jetzt müsste man vielleicht erstmal auch ganz naiv die Frage stellen, was ist mit Aufklärung überhaupt gemeint? Also wir kennen zwar die Werte der Aufklärung, die mit den Freimaurischen irgendwo identisch sind, wenn man sagt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Französische Revolution, Humanität und so weiter. Ja, das sind aber alles Schlagworte. Die Aufklärung selber wurde ja nicht von unten gestartet. Die Aufklärung wurde von Adligen gestartet. Und man muss das einfach mal von der Seite aus meiner Sicht auch betrachten. Man sagt, aufklärerische Ideale oder aufklärerische Betätigung war ein Instrument, ein Kampfinstrument von Adligen gegen andere Adlige. Also Oberschicht gegen Oberschicht. Und Und gegen die Kirche in der Bevölkerung. erst später hat das sozusagen nach unten ins Bürgerliche durchgegriffen. Und wenn man sich die alten Aufklärer nämlich anschaut und auch diese alten Freimaurer anschaut in der Zeit, das sind alles Oberschichtenleute in gewisser Weise, die aber gegen andere Oberschichtenleute, so nenne ich das jetzt mal, agiert haben. Und das ist übrigens auch einer der Gründe aus meiner Sicht, warum die Freimaurerei so zerrissen ist. Weil es natürlich Teile der Freimaurerei gab, die sich auf die eine Seite gestellt haben und Teile der Freimaurerei, die sich auf die andere Seite gestellt haben. Und das Bürgertum und ich sag mal, im späteren Verlauf vielleicht auch der Arbeiterklasse, wie auch immer, wenn man jetzt bis den Bogen mal bis Bakunin etc. spannen will, die wurden eigentlich erst später eingebunden. Also, das ist keine so einfach in wenigen Sätzen zu erklärende Geschichte, die da abgelaufen ist. Also Ja. ganz interessant, da muss ich dir jetzt mal ins Wort fallen, weil mir die Idee sonst Ja. wieder entfleucht. Finde ich auch die Thematik mit den Ancients und Moderns, wie sie meist genannt werden. Also bei der Gründung dieser offiziellen ersten Großloge 1717 hat sich dann ziemlich schnell gezeigt, dass da doch nicht alle sich so einig sind und dann gab es eigentlich bald wieder so eine Art Schisma. Und das ist auch nicht so mein Fachgebiet, aber soweit ich das überblicke, sind auch von den großen heute noch vorhandenen Lehrarten ziemlich deutlich manche von der einen, manche von der anderen Richtung entstanden. Und da gibt es eben auch diese politische Nuance, weil nämlich die eine Lehrart über die verstoßenen, auch wiederum Jakobiten, also nicht Jakobiner, sondern Jakobiten aus England, also die wurden, das waren, glaube ich, die schottischstämmigen Könige dort irgendwo. Die wurden dann von den Brit, also Englischstämmigen irgendwie verdrängt. Weißt du, welche das dann waren, die dann die Macht übernommen haben? Also ich weiß nur, die Jakobiten werden auch irgendwie die Stuarts oder sowas genannt. Ja, Und es geht diese um diese Linie. alte Geschichte. Ich bin ja kein Historiker.
Ich Ich will habe auf jeden Fall darauf irgendwie mal, hinaus, dass ja. diese Linie dann quasi nach Frankreich abgewandert Richtig, ist, unser korrekt. Ziel, und darüber sich eben eine ganz andere Linie Ja. über Europa, über Kontinentaleuropa Ja, fort genau so ist entwickelt das. hat. Es ist also, das kann man übrigens in dem Frick sehr gut nachlesen. Also im zweiten Teil von, den wir im letzten Video da auch schon mal erwähnt hatten, Karl Frick, Licht und Finsternis. Und da gibt es also 6 Bücher gibt es von ihm. Im zweiten Teil ist das mit dem schottischen Ritus zum Beispiel extrem gut beschrieben. Das ist so ein Ding, was selbst Freimaurer teilweise ja nicht auf dem Zettel haben. Das heißt, alter und angenommener schottischer Ritus. Jeder assoziiert sofort Schottland damit. Aber entstanden ist das in Frankreich. Entstanden ist das ist von Franzosen gemacht worden. Dann auch noch gab es unglaubliche interne Querelen. Also der Grand Orient in Frankreich hat den schottischen Ritus nämlich als irregulär angesehen. Da sind wir in einer großen Thematik drin, was ist regulär, was ist irregulär. Am Ende ging es aber um persönliche Animositäten, könnte man sagen, dass man den anderen einfach für irregulär erklärt. Das waren auch harte Machtkämpfe, die da gelaufen sind. Und das ist dann übergeschwappt sozusagen nach Amerika, in die USA. Wir reden jetzt von dem Zeitraum um 1800 rum, um das jetzt mal auch noch zeitlich einzuordnen, ja. Und bis der alte und angenommene schottische Ritus regulär war, also das, was wir heute hier als ganz normal ansehen, als eins der regulären Hochkanäle, da ist unglaublich viel Zeit vergangen und da gab es unglaublich viel Stress und Ärger und Gehacke untereinander. Ja. Aber ich Zu will noch dem, mal auf die Inhalte. Okay, du wolltest was sagen, bitte? ich wollte eine Frage kurz zu dem Buch Frick. Weißt du zufällig, aus welcher Lehre der kommt? Kann es sein, dass er bei der Forschungshistorische Frederik auch manchmal Vorträge auf den Gehalten hat. Ne, Jahreskongress? das sind ja alles ältere Bücher, muss man dazu sagen. Ich weiß halt nur, dass gerade zu diesem Thema der Historie, dieser zwei großen Strömungen und wie sie dann politisch auch gruppiert waren und so, da ist auch bei der eben besagten Forschungshistorische Frederik auch ganz frei öffentlich von Freimaurern für die Öffentlichkeit veröffentlicht. Sind immer die Jahrestagungen oder sowas mit den ganzen Vortragsniederschriften veröffentlicht. Also da, wer wirklich mal in diese Historie richtig eintauchen will, sei dahin verwiesen. Das nur kurz als Einwand. Also ich muss dazu sagen, also da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Das ist nichts, was man so in wenigen Minuten runterlesen kann. Der hat auch ganz viele Originaltexte eingebaut, also aus der Zeit. Da gab es Fälschungen, das muss man auch noch sagen. Dann versuchte man sich eine eigene Historie zu basteln. Und man sagt, Friedrich II. Hat uns gegründet, was aber gar nicht stimmte. Und alle möglichen Sachen sind da abgelaufen. Das ist aber wirklich viel zu komplex, um das hier an der Stelle jetzt auszuführen. Ich will bloß noch ein zweites Buch mal noch mit ins Rennen werfen für alle, die gerne lesen. Auch ein sehr interessantes Buch, Aufklärung im Zeichen des Rosenkreuzes. Hier geht es eher um Rosenkreuzer per se erstmal, aber auch da sind ja Schnittmengen. Also gerade in den Hochgradsystemen oder in den Perfektionsgraden fließt das ja dann nachher ineinander. Also schottischer Ritus, 18. Grad, Ritter vom Rosenkreuz, mal als Beispiel. Ja, so, um mal ein Stichwort reinzuwerfen. Und auch da wird hier drauf eingegangen. Elias Eschmoll und John Dee, die Urväter der modernen Freimaurerei, könnte man eigentlich sagen, also Eschmoll vor allen Dingen, gilt ja als der erste Freimaurer, der nicht mehr operativ in eine Loge aufgenommen wurde. Elias Eschmoll, ja, der wiederum auf magischer Ebene mit John Dee sich viel mit Alchemie und sowas beschäftigt hat. Rosenkreuzerischer Alchemie. Und der geht sozusagen in Freimaurerei. Und dann gibt es natürlich die Verbindung, die Verquickung zwischen Rosenkreuzertum und Freimaurerei. Und das mündet dann in eine rosenkreuzerische Aufklärung. Ja, wenn man das mal hier im Kapitel so anguckt, wie das benannt wurde, bis hin zu Rosenkreuzer Manifesten und so weiter. So. Vielleicht sollst du kurz zeitlich den Rahmen für die Zuhörer nochmal geben, weil Eschmoll ist ja noch vor der Gründung der Großloge, also noch in den Ja, lange 1600er davor, Jahren. lange davor. Na gut, die Geschichte kann man vielleicht so in Kurzform mal in der Form andersrum angehen. Also, man kann sich ja mal die Frage stellen, wieso aus einer Handwerksverbindung, und davon gibt es ja viele, wie gesagt, wir hatten das vorhin auch schon erwähnt, es gibt ja heute noch wandernde Gesellen, die auf Walz gehen und die wirklich auch eigene Rituale und geheime Zeichen und sonst was alles haben, wie das vor einigen hundert Jahren auch schon war.
Bei denen hat sich das quasi nicht in die Richtung entwickelt wie in der Freimaurerei, sondern die machen das aus Traditionsgründen heraus bis heute, aber bezogen auf ihr Handwerk. Also die gehen los und wollen dann in den nächsten 3 Jahren, wenn sie da unterwegs sind, auf möglichst vielen Baustellen möglichst viele handwerkliche Kenntnisse erwerben. So. Warum ist das bei der Freimaurerei aber anders gelaufen? Ich meine, das war auch genauso eine Verbindung von Handwerkern, Maurern in dem Falle. Gut, Architekten könnte man vielleicht auch sagen, das ist aber der auf jeden Punkt eben nicht Fall. Maurer, sondern Steinmetze. Und Steinmetze Steinmetze, waren. naja, das spielt ja ineinander. Aber es geht jedenfalls hier nicht um Holz, sondern es geht um Stein. So, bleiben wir mal auf der einfachen Ebene. Es geht So. vor allem um, es geht vor allem nicht um den Bahnhof und das Rathaus, sondern es geht um Kirchen und Kathedralen. Das ist Ja, auch ein Satz, der beide. steht sogar in Eigentlich genau einem. genommen geht es um beides. Aber insbesondere natürlich als höchste Kunst des Ja, Bauens aber lass mich natürlich um bitte kurz die Sakralgebäude. Quelle. Aber ist klar, ja. Die Quelle angeben, weil das ist nicht mein Zitat, es stammt aus einem freimaurischen Buch, was aber auch in Shops frei verfügbar ist, Das Unbekannte im Ritual von Wolfgang Scherben, Schärpe. genau, von Scherben. Da wird eben auch das eher so mit ein bisschen Ironie gesagt, das haben viele heute vergessen, steht da, dass wir eben nicht als Freimaurer das Rathaus oder den Bahnhof bauen sollen, sondern den Tempel Gottes. Also das ist, auch wenn man es jetzt historisches betrachtet, eigentlich eben deswegen gerade die Steinmetze waren und eben da auch nicht alle, sondern eben diese Freestone, also die, die auch noch eine gewisse Freiheit in ihrer Organisation hatten, weil sie eben über die Ländergrenzen hinweg und so frei sich bewegen konnten. Die hatten einfach bestimmte Voraussetzungen durch ihre berufliche Situation, eben einerseits die Freiheit zu reisen, andererseits aber auch die teilweise eigene Gerichtsbarkeit und solche Sachen und eben natürlich auch den Bezug zu den Sakralbauten. Also da viel enger wahrscheinlich der Bezug, als es ein Zimmermann vermutlich in seinem Berufsalltag hatte. Der wird auch ab und zu mal bei sowas Ich wollte mitgeholfen gerade haben, aber eben sagen, die nicht nur. Gewerke sind, Moment, also jetzt muss ich mal als alter DDR-Materialist hier wieder ein bisschen auf Bodenhaftung achten. Also natürlich hat der Zimmermann genauso an der Kirche und an der Aber Kathedrale mitgearbeitet. der hat nicht den Ja? Gesamtentwurf gemacht. Das ist zumindest der Unterschied. Und Okay. das große Ganze nicht im Blick gehabt. Und das ist ja wieder das Besondere, der Philosoph Weiß ist ich eben nicht, der Wissenschaftler, der weiß nicht ich nur nicht. spezialisiert ist, sondern der eben das Ganze. Ja, also der Architekt, mit anderen Worten. Du willst jetzt sozusagen auf den hinaus, der hat den Überblick. Aber Ich nochmal, will also, deswegen, ja, ja, ich will halt Entschuldige. deswegen darauf hinaus, weil es ja Gründe hat, dass gerade die Freimaurerei, also dass gerade aus diesem Handwerk dann sich so eine Mysterientradition oder so eine Form für eine Mysterienströmung entwickelt hat. Denn es sind eben diese anderen Strömungen eingeflossen. Du hast schon die Rosenkreuzerströmung erwähnt, da können wir vielleicht auch kurz noch drauf eingehen. Aber eben auch schon diese älteren Strömungen, die über die christliche Mystik einfach durch den Bezug zu diesen Kathedralen und so weiter vorhanden war. Das ist eben auch in die Freimaurerei eingeflossen. Da kann ich auch nur ein Werk jetzt anführen, was sehr ausführlich das Thema behandelt, aber nicht als Hauptthema das hat, sondern so am Rande, aber sehr ausführlich behandelt. Das ist allerdings eigentlich eine interne Schrift, die findet man zwar, wenn man ein bisschen sucht, aber ist eigentlich halt intern. Also muss jeder selber wissen, ob er da reinschauen will. Das ist nämlich die gesamte Ordenslehre entfaltet am Lehrlingsteppich oder die Ordenswissenschaft ist der Haupttitel. Von, wie heißt er? Glöde, ich glaube Hermann Glöde. Und da ist eben sehr stark der, oder die These, sage ich mal, aufgestellt, dass eine Strömung über die Ritterorden tatsächlich, also das wird oft heute abgestritten von den, sagen wir mal, neutraleren oder offiziösen Wissenschaftlern, dass diese Templerströmung tatsächlich historisch in die Freimaurerei eingeflossen ist. Er vertritt aber die These, dass das schon so ist, nur halt nicht so direkt, wie das dann von irgendwelchen Hochgradsystemen irgendwann vertreten wurde, sondern dass eben bestimmte christliche Mystikströmungen, Meister Eckhart, Seuse und wie sie alle heißen, Charles Fleischer hat ein ganz gutes Video zu ein paar von diesen deutschen Mystikern gemacht, dass das eben ganz stark zu finden ist, gerade in dieser bestimmten Lehrart der Freimaurerei, um die es in diesem Buch geht. Und das ist diese Linie über Frankreich und über die Stuart-Linie und sowas, also. Wie gesagt, Naja, wir kommen hier in das komplexe sind Bereiche, aber interessante Bereiche, sehr spannende ja, Bereiche, eben, finde also ich. komplex, da sind wir uns absolut einig. Aber diese Komplexität beinhaltet natürlich auch immer die Gefahr, dass jemand sich in Theorien versteigt, die am Ende zwar gut klingen, aber vielleicht doch nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Der Wahrheit im Sinne einer historischen Wahrheit. So meine ich das, ja. Und natürlich als jemand, der selber viele Jahre lang im schottischen Ritus aktiv war und ich war ja auch Atelierpräsident, ich bin wahrscheinlich der jüngste Ossi, der überhaupt im 32. Grad gewesen ist. Also du redest ja mit jemandem, der, also das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, aber du redest mit jemandem, der mit
viel Herzblut sich der Sache gewidmet hat. So würde ich mal sagen. Gleichzeitig muss man aber auch die Neutralität, wenn man jetzt wirklich mal wissenschaftlich versucht, daran zu gehen, muss man dies, also das eine ist das, was ich dort im Ritual empfinde. Wenn ich im 30. Grad, im Kadosh-Grad mich mental sozusagen transformiere in einen Tempelritter, der gegen Ungerechtigkeit kämpfen will, ja, das ist das innere Geheimnis des Rituals, wo man sagt, jetzt sind wir eben mit Jacques de Molay zusammen im Kampf gegen Ungerechtigkeit, was du alles vorhin aufgezählt hast schon, ja, das ist die eine Geschichte. Und als Gleichnis, als Allegorie, als Legende ist das alles wunderbar. Aber wenn ich es jetzt sozusagen historisch betrachten will, dann muss ich natürlich auch auf Quellen achten und genau hingucken, was ist hier los. Und jetzt kommen wir noch mal kurz auf Elias Eschmol zu sprechen. Also, das Wunderliche, was dort passiert ist, es gibt Logen. Es gibt Logen, die existieren. Und die sind operative Logen, die sind sozusagen immer noch im Handwerk verhaftet. Und jetzt kommen Menschen wie Elias Eschmol und noch ein anderer Adliger, dessen Name mir gerade nicht einfällt, und sagen auf einmal, wir wollen gerne hier bei euch mitmachen. So, und jetzt kann man sich aber die Frage stellen, was ist denn da genau abgelaufen? Also, welches Interesse hatten Elias Eschmol, in eine Handwerkergilde einzutreten? Und welches Interesse hat diese Handwerkergilde, in einen Adligen aufzunehmen? Und da gibt es auch eine rein materialistische Erklärung, weil nämlich die Zeiten der großen Kathedralbauten vorbei waren. Und weil die natürlich irgendwo auch gesehen haben, die Kasse wird langsam leer, es kommen keine Aufträge mehr. Und da war das für die natürlich ein gefundenes Fressen, wenn jemand, der Geld dabei hatte, als Adliger, plötzlich da mitmachen will. Das ist eine ganz rein materialistische Überlegung. Umgekehrt, Elias Eschmol hat dort natürlich Rituale gesehen und der war ja nun der große Fan von John Dee, von dem vorhin schon die Rede war. John Dee verdanken wir ja das enochische Alphabet und das war ein Magier, das war auch, müssen wir ein eigenes Video drüber machen, also der für die Magie eine große Rolle spielte und Eschmol hatte natürlich eine Affinität zu ihm. Und jetzt kommt dieses magische Interesse ins Spiel oder spirituelle, okkulte Interesse. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Eschmol gesagt hat, ich möchte dort mitmachen. So, vereinfacht gesagt. Und Ja. dann entsteht der merkwürdige Effekt, dass das Ganze sich immer weiter wegentwickelt von diesem Operativen und immer weiter in so eine symbolisch, magisch, spirituell, okkulte Szene übertritt. Aber gleichzeitig, und das ist jetzt wieder der Punkt, von dem wir vorhin sprachen, ein gesellschaftlicher Einfluss ja da ist. Denn wenn sich dort Leute treffen, in solchen geheimen, und das ist ja der Aufhänger unseres ganzen Videos, geheimen Logen, geheimen Treffpunkten, wo du nur reinkommst, wenn du alle Passworte und Zeichen kennst und so weiter und so fort, dann hast du natürlich einen super Nährboden auch für subversive Tätigkeiten. Ja. Im besten Wissen und Gewissen. Also natürlich unterstelle ich mal, jeder, der eine Revolution plant, macht das ja nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern er sagt, ich will die Menschheit vorantreiben. Ich will was Gutes schaffen. Oder um es jetzt mal in heutiger Sprache zu sagen, wer sich hier auf der Straße festklebt, so albern wie das vielleicht erscheinen mag und so nervig das ist, wenn man gerade früh auf Arbeit fahren will, und ich bin wirklich kein Fan von den Leuten, die sich da festkleben, aber ich unterstelle ihnen wohlwollend, dass sie das Gute wollen. Die haben eine Idee. Sie wollen die Welt retten, sie wollen das Klima verbessern oder Klimaschutz betreiben oder was auch immer mit den Mitteln, die sie machen. Ob sie am Ende ins Kriminelle abdriften oder nicht, das wird man ja dann sehen. Aber die Intention ist erstmal eine gute, auch wenn die vielleicht völlig irre ist. Und dasselbe haben die damals, war das damals genauso. So Kannst sehe du ja ich das. kurz mal deine Sichtweise aus meinem Verständnis jetzt zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe? Dass also eigentlich die Freimaurerei vor Elias Eschmol gar nicht Mysterienkult irgendwie beinhaltet hat, sondern einfach nur eine, zwar von Sakralbauten eben eine Bruderschaft war, aber trotzdem an sich jetzt erstmal nichts, keine mystische Tradition irgendwie groß Nee, gepflegt an der hätte. Stelle hast du mich missverstanden. Er hat das, also ob die das hatten
Oder nicht, darüber habe ich ja nicht gesprochen. Also das kann durchaus sein und ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich wirklich real vorstellen, dass alle diese Handwerksgewerke irgendwie altes Wissen überliefert haben. Also ist ja klar, die Menschheit hat sich entwickelt über viele hunderte Jahre, tausende Jahre und in der Antike und in Ägypten wurden auch schon Pyramiden gebaut und so weiter. Das ist ja alles klar. Da gab es ja auch schon großes Wissen über Bauwerke zum Beispiel und so. Wie auch immer. Und dass da was hängen geblieben ist und weitergegeben wurde, das ist sicher unstrittig. Gut, Vielleicht weil dann auch ist viel, es. es ist sicher auch viel verloren gegangen, ja. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass jetzt mal die Person Eschmol, der hat dort was gesucht und hat das Offensichtliche auch gefunden. Ja, und es war ein Geben und Nehmen, was da passiert ist. Und dann hat sich das Ganze aber immer weiter ins Symbolische rüber entwickelt. Es ist eben, heute gibt es doch kaum noch Freimaurer, die wissen, wie man Stein bearbeitet. Natürlich ist da und dort noch ein Freimaurer dabei, der auch Steinmetz ist, aber im Grunde genommen ist das Ding gegessen. Ja, so. Und jetzt würde ich an der Stelle wieder einen kleinen Break machen wollen mit Blick auf die Uhr. Müssen wir ja. Müssen wir. Aber wir müssen auch noch ein bisschen weiterreden, weil Müssen noch ein jetzt muss bisschen ich auch weiter. mal Machen wir. loswerden. Ja, es geht weiter. Jetzt ist es spannend. Dann bis gleich. Bis gleich.